verloren, verloren, verloren. Bundesverfassungsgericht gewonnen. Die haben geschrieben, Vermögensstrafe wie Artikel so und so, Strafgesetzbuch, verfassungswidrig, nichtig. Also auch da gibt es Gerechtigkeit. Anfang der 70er Jahre gab es neben der polizeilichen Repression auch eine mediale. Und so hat ein Umfrageinstitut 1972 Fragen gestellt. Heute würde niemand sich mehr trauen, solche Formulierungen zu schreiben, aber damals war das so. Und zwar wurden die Leute gefragt, ob sie neben einer solchen Nachbarfamilie gerne oder nicht gerne wohnen. Und viel dagegen bei einem Rauschgiftsüchtigen, heute sagt man vielleicht höchstens Betäubungsmittelabhängigen, waren etwa 2/3, 65% fanden das am schlimmsten. Viel schlimmer als eine Negerfamilie, eine Gastarbeiterfamilie oder eine Familie mit einem schwachsinnigen Kind. Aber auch da gab es von vielen Leuten anscheinend Vorbehalt. Wäre gegen ein verkrüppeltes Kind, haben viel weniger Leute was. Das ist schon interessant, auch wie Leute so ticken. Und durch diese unglaubliche Kampagne wurden vor allem die Fixer aus der Gesellschaft rausgepresst, diskriminiert. Man wollte die nicht haben. Das heißt, sie wurden entsolidarisiert, waren auf sich angewiesen. Und durch diese mediale Kampagne haben die Leute irgendwie auf alle Drogenkonsumenten, zumindest die, die die Massenmedien so konsumieren, als glauben sie, dass das stimmt, was da alles steht. Und das führte zu sozialen Problemen. Weit mehr als durch die Droge, einfach die soziale Ausgrenzung. Und dann gab es, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, auf einmal einen riesigen Anstieg an sogenannte Drogentoten. Das war auch genau das Zeitalter, als AIDS aufkam, als man entdeckte, wie das wirkt und wie sich das ausbreitet. Da gab es noch keine Medikamente, um das so lange zu unterdrücken. Und auf einmal starben viele Leute. Das stieg rasant an. Bis zu dem Zeitpunkt gab es keine Substitutionstherapie, das war nicht der Normalfall. Bis zu diesen Zeiten gab es keine Fixerstuben, gab es keine Kanülenaustauschprogramme. Und da hat man angemerkt, es ist besser, Harm Reduction zu betreiben, es ist besser, den Leuten zu helfen bei ihrem Konsum, als sie nur zu diskriminieren. Der erste Erfolg, die obere Kurve, das in Deutschland, das war dann Mitte der 90er, das waren die Fixerstuben. Und dann stieg es nochmal an und die zweite, das Absenken, das war die Einführung der Heroinabgabeprogramme. Und daran sieht man deutlich, im Wesentlichen ist es die soziale Situation, in der der Konsument steht, die zu seinen Problemen führen und nicht die Droge selbst. Hier ein kleiner Hinweis zu Statistiken. Das sind so ein paar Jahre die sogenannten Drogentoten in der Schweiz. Das ist die untere Kurve. Das sind so 200-300, war ein paar Jahre um die 400. Und oben drüber ist eine Kurve, da sind hinzugezählt alle AIDS-Tote, die sich infiziert haben mit Kanülen, mit gebrauchten Kanülen. Man muss wissen, damals wurde in der Stadt Bern durch die Stiftung Kontakt Kanülen im breiten Stil verteilt und keiner hat sich in Bern darüber aufgeregt, auch die Staatsanwaltschaft, auch die Polizei nicht. Und in Zürich gab es Politiker wie der Herr Gonzales und der Herr Wiederkehr, die den Apothekern und Ärzten gedroht haben mit Approbationsentzug, wenn sie Drogenkonsumenten frisches Spritzbesteck geben. Diese Leute haben wirklich ein paar tausend Menschenleben auf dem Gewissen. Und da, finde ich, gibt es auch rechtliche Defizite. Die werden nie vor Gericht gestellt für solche politische Entscheide. Vor kurzer Zeit war mal in Deutschland eine Fußball-Weltmeisterschaft.
Und da haben die staatlichen Organe die Leute so richtig auf Schwarz-Rot-Gold getrimmt, damit die auch bei den Fußballspielen schön brav mit Fädchen schwingen. Und das Bild gibt's im Internet. Wenn Drogen legal wären, völlig normal, wie das bis 1920 herum war, da gab's Reklame für Heroin und Aspirin auf dem gleichen Plakat. Und da gab es so Plakate, du bist Deutschland, das war so eine Kampagne von der Bundeszentrale für politische Bildung und Innenministerium. Man musste die Leute auf die WM eintrimmen. Da haben so ein paar Leute spaßeshalber solche Plakate gemacht und die groß zu den Stadien plakatiert. Die Ordnungsdienste waren ziemlich schnell, die wieder abzukratzen oder zu überkleben. Aber so würde das aussehen, das wäre das Styling mit Drogen heute, wenn das ein normales Produkt wäre oder hier so ein Teil Kokain, weil es widerspiegelt ja auch die Realität. Nicht im Bundestag, da dürfen Sie nicht gucken, wie viel Kokain Sie finden, als da jemand mal nachgeguckt hat und das in die Presse gebracht hat. Haben gesagt, nein, nein, das ist immun. Oder die italienischen Parlamentarier haben sich gewehrt, haben gesagt, nee, nee, Bluttest mit uns nicht. Da hat ja das italienische Fernsehen den Leuten so vor dem Parlament gesagt, ja, wir machen hier eine kleine Fernsehaufnahme, wir schminken sie noch ein bisschen und kleines Interview, sie Politiker ja immer gern dabei. Und in den Schminkteiler hatten sie so Drogentester dabei und wussten dann von jedem, ob er auf Cannabis oder Kokain positiv ansprach. Und das waren erstaunlich viele, also ein zweistelliger Prozentsatz. Und dann gab es einen Riesenstreit, ob sie das ausstrahlen dürfen oder nicht. Also Parlamentarier sind irgendwie da außerhalb. Aber wenn man sonst in die Leistungsgesellschaft taucht und da nebenbei bemerkt, jemand, der selbst Amphetamin, Kokain oder Methamphetamin oder Ähnliches schnupft, jedem sein eigenes Schnupfröhrchen, 10 Jahre, 20 Jahre Safer Sex und dann schnell in der Cocktailbar ein Frankenschein gerollt, eine Kreditkarte, jeder zieht schnell mal mit der Nase, der erste hat einen kleinen Furunkel, blutet ein bisschen, der nächste zieht das Röhrchen in seine Nase, fups, hat eine Hepatitis C. Das passiert relativ schnell, man schätzt so 10-12% der Hepatitis C-Fälle werden heute nasal übertragen. Also dran denken, safer sniffing. Drug abuse is bad, drug war is worse. Momentan der Drug war, die Mexikaner müssen das aushalten. Das ist viel schlimmer als in Afghanistan oder in Irak, was da abgeht. Da habe ich kein Bild mehr von, aber ich erinnere mich, da stand mal direkt in Amsterdam am Bahnhof groß gesprayt, make drugs, not war. Drugs mögen für einige Leute vielleicht ein Fluch sein, war ist sicher für alle Leute ein Fluch. Und Drugs sind immerhin für einige Leute ein Glück, wars höchstens für einen verrückten General, aber sonst wirklich für niemand. Und auf jeden Fall kein war on drugs. Ja, es gibt sogar Bäcker, die sind kreativ, das sind Hanfgürzli im aktuellen Design, das war direkt nach der Abstimmung zum Minarettverbot in der Schweiz, gab es dann Hanfbäcker, die haben ein Hanfgürzli gemacht. Hier, wenn man die weltweite Haschischproduktion anschaut, wobei das Schätzungen sind von so verschiedenen UNO-Büros, die dafür haben die Geld, die ganze Welt mit Satellit und Kameras aufzunehmen, auszurechnen, wo sie überall Hanfplantage finden, um dann hochzurechnen, wie viel Haschisch produziert wird. Und rechts tief die untere Reihe, das ist sozusagen das, was beschlagnahmt wird. Und beim Haschisch sind das ja so 15% in etwa, während beim Gras ist es deutlich weniger, da wird da wesentlich mehr hergestellt. Wobei man sagen muss, alles was indoor irgendwo hierzulande oder in Deutschland oder Frankreich oder sonst wo wächst, das ist natürlich in dieser Statistik nicht erfasst, weil das kann man ja von Satellit nicht filmen.
The war on drugs, der Krieg gegen Drogen, geht vor allem von den USA aus. Ganz links fängt es an bei 1910, die Zahl der Gefangenen in den USA. Und dann 1920, 30, 40, 50, 60, 70. Und dann ab 80 jahrweise. Und dann sieht man sich zwischen 70 und 80 hat sich in den USA entwickelt. Und das war sozusagen der Gefangenenindustriekomplex. Gefängnisse wurden privatisiert. Man hat den War on Drugs ganz hoch erklärt. Verfolgt Drogengebraucher, sperrt die ein und nötigt die praktisch zu Schwarzarbeit. Und das wird richtig industriell. Große Firmen können da billig produzieren lassen. Und die Gefängnisgesellschaften, die sind die Großspender der politischen Parteien, dass sie Gesetze machen, dass die Knaste schön voll werden. Inzwischen sind also weit über 2 Millionen in dem Land, das sich so das Land der Freiheit nennt, im Gefängnis. Hier sind die Gefangenen der USA nochmal in Relation zur Einwohnerzahl, weil zur Statistik vorher muss man sagen, ich war mal kurz. Und die Einwohnerzahl der USA hat zugenommen von etwa 100 Millionen auf derzeit 300 Millionen. Aber hier sieht man in Relation zur Einwohnerzahl, wie die Zahl der Gefangenen in den USA zugenommen hat. Das sind über 750 im Moment. Und hier haben wir einen Ländervergleich. Ganz links der höchste, das sind die USA, kommen Russland, Thailand. In Thailand sind mehr als die Hälfte der Gefangenen wegen Drogendelikten drin. Dort ist auch War on Drugs aufs Härteste. Und dann sieht man so die Staaten und die Schweiz ist also mit 76 sehr moderat, Deutschland mit 89 und Österreich mit 95. Das ist im unteren europäischen Mittel. In Liechtenstein, da scheint es ganz wenig Kriminelle. Da sitzen in ganz Liechtenstein, die haben 7 Gefangene. Das sind 20 pro 100.000 Einwohner. Hier ist ein interessanter Vergleich. Der Schusswaffengebrauch bei Kriminaldelikten. Das heißt, in Deutschland muss jeder Beamte bei jeder Anzeige, die er schreibt, ankreuzen